Verehrte Damen und Herren, das Wesentliche ist ja schon gesagt und in Zeitnot sind wir inzwischen auch schon. Was blieb, und das ist jetzt zu fragen, im öffentlichen Gedächtnis über das Schicksal sowjetischer Kriegsgefangenen? Wie und warum wurde die Erinnerung an das größte deutsche Kriegsverbrechen jahrzehntelang verweigert? Einige Anmerkungen zu den deutschen Erinnerungskulturen mögen hilfreich sein, illustriert durch zwei Begebenheiten, die die emotionalen Dimensionen der Verbrechen anschaulich machen. Beide Ereignisse fanden an einem Ort statt, den man üblicherweise nicht mit dem Schicksal ermordeter sowjetischer Bürger vermutet, nämlich dem Konzentrationslager Dachau. Sowjetische Kriegsgefangene in deutschem Gewahrsam spielten jahrzehntelang in der kollektiven Erinnerung beider deutscher Staaten keine Rolle. Die Gründe dafür waren sehr unterschiedlich. In der Bundesrepublik der Adenauerzeit konzentrierte sich das Interesse ganz und ausschließlich auf das Schicksal der deutschen Soldaten, die entgegen dem Völkerrecht von der Sowjetunion zurückgehalten wurden, um ihre Arbeitskraft in den Lagern Sibiriens auszunutzen. Kanzler Adenauer drückte die Stimmung einer großen westdeutschen Mehrheit in Deutschland aus, als er am 26. Oktober 1950 in einer Feierstunde des Deutschen Bundestags erklärte, es handle sich beim Vorgehen der Sowjetunion um wörtlich kalte Grausamkeit durch über vielleicht 1 Million Deutsche in Sowjetrussland, aber über eine ganze Anzahl von Millionen der Angehörigen in Deutschland Schmerz und Kummer und Trostlosigkeit und Hoffnungslosigkeit verhängt ist. Zitat Ende. Er, Adenauer, wisse nicht, wieder wörtlich, ob in der Geschichte jemals mit einer solchen kalten Herzlosigkeit ein Verdikt des Elends und des Unglücks über Millionen von Menschen gefällt worden sei. Wörtlich Adenauer. Von der Behandlung sowjetischer Gefangener in deutschem Gewahrsam schien er offensichtlich überhaupt nie etwas gehört zu haben. Aber er war nicht allein damit. Ein Artikel im Nachrichtenmagazin Der Spiegel schildert die Stimmung im Herbst 1953, als nach Stalins Tod etwa 13.000 deutsche Kriegsgefangene heimkehren durften. Sie waren pauschal als Kriegsverbrecher zu Zwangsarbeit verurteilt worden und deshalb nach völkerrechtlichen Kategorien keine Kriegsgefangenen, sondern Kriminelle. Die Missachtung des Völkerrechts durch die deutsche Wehrmacht war einige Jahre zuvor erheblich drastischer gewesen, aber daran erinnerte sich nach 1945 keiner. Höhnisch kommentierte stattdessen der Spiegel, dass eine Regierungsdelegation der sogenannten DDR das Verdienst in Anspruch nehme, die Freilassung der 13.000 Plennies erwirkt zu haben. Zum moralischen Pathos des Verdikts über die sowjetische Grausamkeit passte auch die semantische Charakterisierung von Berias Kommissaren, die aus Moskau in die Lager geeilt waren, um den deutschen Gefangenen Fragen zu stellen, wie sie nach der Heimkehr über das erlittene Unrecht in Deutschland berichten würden. Der Spiegel machte klar, dass es sich bei den sowjetischen Kommissaren um unzivilisierte Barbaren handelte, die sich nur mühsam sprachlich artikulieren konnten, als sie die Deutschen befragten. Wörtlich, Spiegel: Nu, was werden Sie sagen über die Sowjetunion, wenn Sie kommen nach Westdeutschland? Die unter besonders fadenscheinigen Vorwänden Verurteilten wurden separat getestet.
Werden Sie erzählen, dass Ihre Verurteilung ungerecht war? Werden Sie gehen zu die Amerikaner und uns machen schlecht? Werden Sie nochmal die Sowjetunion überfallen, wenn man ihnen gibt Waffen? Zitat Ende. So redete man damals auch mit Gastarbeitern und anderen Primitiven, weil man an ihrer Intelligenz zweifelte und sich deshalb in gebrochenem Deutsch bemühte, sich verständlich zu machen. Und so hatte Goebbels über sowjetische Kommissare geredet, wie der Spiegel 1943 über Berias Kommissare schrieb. Das eigene Leid, also die deutschen Kriegsgefangenen, war interessant und schien unerhört und einmalig. Das Leid der sowjetischen Gefangenen, ein Jahrzehnt vorhergeschehen, war dagegen unerheblich, denn es war das Leid der Feinde gewesen. Und das Feindbild Sowjetunion beherrschte im Westen das Denken, während umgekehrt im Osten das Freundbild Sowjetunion verordnet war. Für die Opfer blieb auf beiden Seiten im Kalten Krieg kein Raum. Weil Adenauer bei seinem Besuch in Moskau 1955 die Freilassung aller deutschen Kriegsgefangenen erwirkte, es waren übrigens weit weniger, als in der Propaganda des Kalten Krieges stets vermutet worden war, da wurde der Kanzler der Bundesrepublik als Held gefeiert. Über die Geschicke der Soldaten der Roten Armee, die ab 1941 in deutsche Hände gefallen waren, machte sich damals keiner Gedanken. Denn man war zu sehr mit dem eigenen Leid beschäftigt und hatte zum anderen die Ressentiments gegen die Sowjetunion verinnerlicht. Ressentiments, die unter politisch-ideologischen Parolen wie dem Schlagwort Bolschewismus seit 1917 Ängste signalisierten. Durch die nationalsozialistische Propaganda gegen slawische Untermenschen und asiatische Horden waren die bürgerlichen Ressentiments rassistisch zusätzlich aufgeladen. Das Verhalten der Roten Armee bei der Eroberung Deutschlands nährte und bestätigte die Abneigung noch einmal. Das Ressentiment gegen die Russen war gemeinsames Erbe beider Gesellschaften, der BRD wie der DDR. In der DDR gehörte jedoch die deutsch-sowjetische Freundschaft zum wesentlichen Bestandteil der politischen Kultur. Zum Bild der heroischen Befreier passten zwar die monumentalen sowjetischen Heldenfriedhöfe, nicht aber die Erinnerung an hilflose, geschundene und ermordete Sowjetsoldaten in deutschen Kriegsgefangenenlagern, schon gar nicht im KZ. Kriegsgefangenschaft galt umgekehrt auch in der Sowjetunion zur Zeit des Stalinismus eher als Delikt denn als persönliches Unglück, das mit Hunger, Krankheit, Verelendung einherging und millionenfach mit dem Tod endete. Soldaten der Roten Armee, die in deutsche Gefangenschaft gerieten, befanden sich also im doppelten Dilemma. Nach deutscher Ideologie waren sie unnütze Esser ohne Daseinsberechtigung. Nach Stalins Verdikt galten sie auch in der Heimat als ehrlos und unwürdig, weil sie in deutsche Gefangenschaft geraten waren. Der sowjetische Befehl Nummer 270 vom August 1941 denunzierte pauschal alle Angehörigen der Roten Armee, die in deutsche Gefangenschaft gerieten, als Feiglinge und Deserteure. Der sowjetische Geheimdienst beschäftigte sich in eigens errichteten Lagern intensiv mit allen aus deutscher Hand befreiten und in die Sowjetunion zurückkehrenden Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern. Auch in den Augen der sowjetischen Bevölkerung stand dieser Personenkreis nach der Heimkehr in die Sowjetunion pauschal unter dem Verdacht, mit den Deutschen kollaboriert zu haben. Das hatte Wirkung in der Erinnerungskultur. In der Erinnerungskultur der DDR blieben die Soldaten der Roten Armee bis zuletzt Heroen, die als Antifaschisten die Hauptlast des Kampfes
gegen Hitler-Deutschland getragen hatten, deshalb Vorbilder waren und Verehrung genossen. Für verhungerte und erschossene sowjetische Gefangene war in diesem Bild kein Platz. Der Sieg über den deutschen Faschismus und seine Verbündeten, die feststehende Formulierung, sei das Resultat des gemeinsamen Kampfes aller Völker der Anti-Hitler-Koalition gewesen, hieß es in einer offiziösen Publikation, herausgegeben vom Zentralinstitut für Geschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR. Aber ebenso unbestreitbar, hieß es dort weiter, sei die Tatsache, wörtlich, dass die Sowjetunion den größten Anteil daran hatte. Sie erlitt nicht nur die schwersten Verluste, trug nicht nur die Hauptlast des Kampfes, ihre Armeen brachten den faschistischen Aggressoren die entscheidenden Niederlagen bei. Das Bild dieser ruhmreichen Roten Armee sollte nicht durch das Schicksal von Millionen in deutschen Lagern zugrunde gegangenen Gefangenen getrübt werden. Die Bürger der Bundesrepublik erlitten 1978 den ersten Schock durch eine Dissertation, Herr Nagel hat sie schon erwähnt, die unter dem Titel »Keine Kameraden« erstmals öffentlich machte, dass mehr als 3 Millionen sowjetischer Kriegsgefangener im Gewahrsam der deutschen Wehrmacht systematisch, absichtsvoll und effektiv zu Tode gebracht worden waren. Es handelte sich um Mord in etwa 3,3 Millionen Fällen. Diese Doktorarbeit blieb keine akademische Angelegenheit. Sie wurde vom Münchner Institut für Zeitgeschichte publiziert. Sie fand deswegen öffentliche Beachtung und wurde leidenschaftlich diskutiert. Helmut Krausnick, damals Chef des Institutes, musste sich im Fernsehen in den Tagesthemen dafür verantworten und wurde hart befragt zur Sache, warum das Institut in München, das mit öffentlichem Geld finanziert ist, solcher Art Nestbeschmutzung treibt und duldet. Die konservative westdeutsche Öffentlichkeit bäumte sich gegen die Wahrheit auf. Aber nicht Empathie mit den Opfern trieb sie auf die Barrikaden, sondern der drohende Abschied von der Lebenslüge, nach der die Wehrmacht anständig und ritterlich gekämpft habe, keine Verbrechen begangen und keinen Anteil an der Ideologie des Nationalsozialismus gehabt habe. Viele Jahre später, 1995, erlitten die Verfechter dieser These den zweiten und endgültigen Schock durch die Wehrmachtsausstellung, die zahllose Verbrechen der deutschen Streitkräfte dokumentierte, die man bislang auf die SS und fanatische Nationalsozialisten delegiert hatte. Die Wehrmacht habe nur soldatischen Tugenden gelebt, wollte man Jahrzehnte nach dem Untergang des Dritten Reiches immer noch glauben. Maßgeblich für das Schicksal der insgesamt 5,7 Millionen Soldaten und Offiziere der Roten Armee, die in deutsche Gefangenschaft ergerieten, war, dass mit dem Überfall auf die Sowjetunion ein Vernichtungskrieg begonnen hatte, der sowohl Weltanschauungs- als auch Rassenkrieg war. Trotzdem war der elende Tod in den Lagern der Wehrmacht keine einsame Entscheidung des Diktators Hitler, sondern auch von der Führung der Wehrmacht im Zeichen nationalsozialistischer Ideologie gewollt. Gleichzeitig benötigte aber die Kriegswirtschaft die in den Russenlagern brachliegende Arbeitskraft der Gefangenen. Dem Vegetieren in den Russenlagern der Wehrmacht wurden diejenigen sowjetischen Kriegsgefangenen entzogen, die aufgrund der Einsatzbefehle 8 und 9 als gefährliche Elemente von Einsatzkommandos der Gestapo aus den Gefangenenlagern der Wehrmacht ausgesondert und zur Vernichtung in Konzentrationslager überstellt wurden. Gefährlich
im Sinne des Kommissarbefehls, der die Tötung von kommunistischen Kommissaren möglichst noch auf dem Schlachtfeld anordnete, waren alle, die als aktive Kommunisten eingestuft wurden. Sie sollten nach den Prämissen des Weltanschauungskrieges ermordet werden. Wehrmacht und SS arbeiteten vertrauensvoll, kameradschaftlich zusammen. Etwa 40.000 Sowjetsoldaten sind im Ergebnis in den Konzentrationslagern Auschwitz, Buchenwald, Dachau, Flossenbürg, Großrosen, Hinzert, Mauthausen, Neuengamme und Sachsenhausen ermordet worden. Vier Konzentrationslager, Sachsenhausen mit 12.000 Opfern, Mauthausen mit 5.000, Buchenwald mit 7.000, Dachau 4.000, ragten auch in der Größenordnung der Morde hervor. In Auschwitz wurde an sowjetischen Kriegsgefangenen die Methode der Judenvernichtung mit Zyklon B erprobt. In Sachsenhausen und Buchenwald wurden getarnte Genickschussanlagen für den Massenmord installiert. In Dachau diente ein Schießübungsplatz der SS unweit des KZ als Liquidierungsstätte. In Mauthausen wurde die Methode Vernichtung durch Arbeit im Steinbruch angewendet. In Dachau wurden ab Herbst 1941 einige tausend sowjetische Gefangene eingeliefert und auf dem erwähnten Schießplatz exekutiert. Nach den ersten Monaten bedingungslosen Mordens hatte der Reichsführer SS Himmler erlaubt, die Arbeitskraft der noch arbeitsfähigen Gefangenen vor deren Tod auszunutzen, zum Beispiel im Steinbruch. Am 15. November 1941 teilte der Inspekteur der Konzentrationslager, Richard Glücks, dies allen KZ-Kommandanten mit. Der Arbeitseinsatz war aber praktisch nicht möglich. In einem Schreiben an den Chef der Sicherheitspolizei und des SD, also an die Zentralstelle der Gestapo, heißt es, die Kommandanten der Konzentrationslager führen Klage darüber, dass etwa 5-10% der zur Exekution bestimmten Sowjetrussen tot oder halbtot in den Lagern ankommen. Es erweckt daher den Eindruck, als würden sich die Stalags auf diese Weise solcher Gefangener entledigen. Insbesondere ist festgestellt worden, dass bei Fußmärschen, zum Beispiel vom Bahnhof zum Lager, eine nicht unerhebliche Zahl von Kriegsgefangenen wegen Erschöpfung unterwegs tot zusammenbricht und von einem nachfolgenden Wagen aufgelesen werden muss. Es ist nicht zu verhindern, dass die deutsche Bevölkerung von diesen Vorgängen Notiz nimmt. Zitat Ende. Die grenzenlose Grausamkeit und Willkür gegenüber den Gefangenen der Roten Armee zeigt ein Brief des SS-Arztes Dr. Sigmund Rascher, der im Auftrag der Luftwaffe unter Protektion Heinrich Himmlers im KZ Dachau medizinische Experimente an Menschen durchführte. Im Oktober 1942 schrieb er an den Lagerkommandanten, wörtlich, am 28. September wurde mir, der russische Kriegsgefangene Komitsch, geboren so und so, zu Versuchszwecken übergeben. Es handelt sich bei Komitsch um einen Russen, welcher exekutiert werden sollte, da mir vom Reichsführer SS befohlen wurde, für gefährliche Versuche zum Tode Verurteilte zu nehmen, wollte ich bei diesem Russen einen Versuch vornehmen, bei dem mit absoluter Sicherheit anzunehmen war, dass die Versuchsperson den Versuch nicht überleben würde. Ich meldete ihm damals, Sie können sich darauf verlassen, dass der Russe den Versuch mit Bestimmtheit nicht überleben würde und zu dem befohlenen Termin tot sei. Entgegen jeder Annahme überstand der betreffende Russe 3 Versuche, die bei jedem anderen tödlich ausgelaufen wären. Entsprechend dem Befehl des Reichsführers SS, solche Versuchspersonen, die zum Tode verurteilt sind, aber lebensgefährliche Versuche überstehen, zu begnadigen,
bitte ich, entsprechende Schritte vornehmen zu wollen. Es tut mir leid, dass durch unsere falsche Annahme nun Schreibereien entstehen. Mit bestem Dank und Heil Hitler. Himmler ließ als Antwort mitteilen, dass sein Begnadigungserlass nicht für Polen und Russen gelte. Noch ein Beispiel. In das KZ Dachau wurden auch 92 sowjetische Offiziere verschleppt, die als Gefangene in einem Lager der Wehrmacht eine Widerstandsgruppe gebildet hatten. Ihr Schicksal ging seinerzeit auch in die Erinnerungskultur der DDR ein, denn als Widerstandskämpfer starben sie im KZ einen erinnerungswürdigen Heldentod. Sie waren auch nicht wie Tausende auf dem Schießplatz hingemetzelt worden. Ihre Exekution fand am 4. September 1944 auf einem abgegrenzten Bereich in der Nähe des Krematoriums statt. Auch literarisch trat diese Gruppe aus der Anonymität der Ermordeten heraus. Sie sind in einem Buch beschrieben, das in Berlin DDR, 1975 erschien. In Erinnerungsberichten ist das Schicksal eines Musikers dieser Gruppe erwähnt. Der Wiener Journalist Rudolf Kolmar, der als Kommunist selbst im KZ Dachau gefangen war und in der dortigen Lagermusik spielte, würdigt in seinem Buch Zeit ohne Gnade den sowjetischen Gefangenen. Zitat: Ich will nichts anderes als von meinem Trompeter Kirilenko erzählen, den sie im Frühjahr 1944 eines Abends mit anderen Russen abholten, um ihn auf einem abgesonderten Block zu isolieren. Wir durften nicht mehr mit ihm sprechen, durften ihm seine Trompete nicht mehr schicken, konnten ihn nur mehr gelegentlich durch den Zaun sehen, wenn er mit seinen Kameraden traurig im Hof kreiste, wie ein Tier in seinem Käfig. Eines Tages stand der Trompeter Kirilenko am Zaun und weinte. So vergingen ein paar Wochen. Es geschah nichts. Wir machten unsere Musik wie immer, ohne den ersten Trompeter, und warteten ab, weil uns nichts anderes übrig blieb. An einem Samstag fasste sich einer von den Kameraden ein Herz, ging zum Lagerführer und bat ihn, Kirilenko für die Musik freizugeben. Wenigstens für eine Probe und das Konzert am Sonntag. Der Lagerführer dachte ein paar Herzschläge lang nach, dann stimmte er zu, Kirilenko kam, er nahm seinen Platz vor dem Pult ein und spielte mit, wie er immer gespielt hatte. Er blies, wie ich ihn niemals noch hatte blasen hören, dann gab er seine Trompete ab, reichte uns allen die Hand und ging zu seinen Kameraden zurück in den abgesonderten Block. Er wusste damals schon, was wir erst am nächsten Morgen erfuhren. Am nächsten Morgen wurden Listen verlesen. Die angetretenen Russen beantworteten den Aufruf ihrer Namen mit der Nennung ihrer Geburtsdaten. Gegen 10 Uhr wurden die ersten 20 Mann ans Tor geführt. 100 Schritte weiter lag das Krematorium, also doch Abgang durch Tod, darunter Kirilenko, der Trompeter. Zitat Ende. Diese Geschichte wurde von Rudolf Kolmar, einem österreichischen Kommunisten, beschrieben. Das Buch Zeit ohne Gnade erschien in Wien 1946, also weder in der einen deutschen Erinnerungslandschaft noch in der anderen deutschen Erinnerungslandschaft, und blieb vergessen, bis es 1992, glaube ich, wieder ans Licht geholt wurde. Und diese Episode wurde dann in den Dachauer Heften veröffentlicht. Aber eine Reaktion in der Erinnerungslandschaft hat es nicht gefunden. Ich bedanke mich sehr, dass Sie mir so freundlich zugehört haben.